der Ladejal Hakon Sigurdsson oder Hakonjal, Hakon Ladejal, Hakonjal. Hinriki war der Sohn von Sigurd Hakonsson, Jarl des Trøndelag. Seine Mutter war Bergljot Thoresdotter. 962 hatten Harald Graufell und dessen Brüder Hakons Vater Sigurd ermordet, der Freund und Ratgeber von Hakon dem Guten war. Er kämpfte einige Zeit mit Harald Graufell, bis er gezwungen war, nach Dänemark zu Harald Blauzahn zu fliehen. Dort verbündete er sich mit Harald Blauzahn gegen Harald Graufell. Als Harald Graufell 971 getötet wurde, regierte Hakonjal Norwegen als Harald Blauzahns Vasall. Faktisch war er jedoch ein unabhängiger Herrscher. In Harald Blauzahns Auftrag griff er Götelnd an und tötete dessen Herrscher Jarlotta. Im Herbst des Jahres 974 verteidigte er nach einem Überfall Harald Blauzahns auf Nordalbingien das Danewerk erfolgreich gegen den ersten Ansturm eines Reichsheeres aus Sachsen, Franken, Friesen und Abodriten unter der Führung Kaiser Otto II., des sächsischen Herzoges Bernhardi und des Grafen Heinrich von Stade. Als Hakonjal bemerkte, wie das feindliche Heer sich anschickte, mit Hilfe der abodritischen Flotte die Schlei zu überqueren und damit das Danewerk zu umgehen, trat er mit seinen Gefolgsleuten den Rückzug nach Norwegen an. Hakonjal glaubte an die alten Götter, und als Harald Blauzahn versuchte, ihn um 975 zum Christentum zu zwingen, brach seine Treue zu Dänemark. In der Schlacht bei Hajorung-Avag im Jahr 986 wurde ein dänisches Invasion Skier geschlagen, woraufhin Dänemark für kurze Zeit die Macht über Norwegen verlor. 977 floh Wladimir von Kiew zu Hakonjal. Er sammelte so viele Wikingerkrieger, wie er konnte, um Novgorod zurückzuerobern. Bei seiner Rückkehr im Jahr darauf marschierte er gegen Jaropolgi. 995 kam es zum Zerwürfnis zwischen den Throndern und Hakonjal, als Olaf Tryggvason im Trøndelag auftauchte. Hakonjal verlor schnell alle Unterstützung, musste auf den Hof Rimol in Melhus fliehen und wurde dort von seinem eigenen Sklaven und Freund Tormod Karg ermordet. Seine beiden Söhne Erik und Sven und einige andere flohen zum schwedischen König Olofs Kökonung. Hakonjals Tod sollte in der Seeschlacht von Svold gerecht werden. Hakonjal hatte eine Reihe Skalden in seinem Gefolge. Øyvind Skaldespiller, Einar Helgason genannt Einar Skala Glem, Tindra Halkeldsson, Eilif Gott Runasen.